He's a Phantom. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar von HSV Karriere mit mir, eurem Trainer Fiji. Und wir sind gerade in der Wintertransferphase, haben ja letztes Mal sehr, sehr komische Transfers mitbekommen, zum Beispiel Koulibaly zu Real Madrid oder Felipe Luis zu Manchester City. Ja, sehr, sehr komische Angebote und wir haben auch ein bisschen weiter trainiert. Ab ist auf einem guten Weg zu einer 74, genauso wie Kubo ist auf einem guten Weg zu einer 72. Das ist auf jeden Fall mal schon ein bisschen geil. Und da haben wir gerade schon gesehen, Umtiti ist für 112 Millionen zu Chelsea gewechselt. Man kennt's. Aber wir schauen uns das am Ende des Transferfensters nochmal genauer an, wer wohin gewechselt ist. Lasst euch kurz mal Zeit, lasst gerne ein Like und ein Abo da, während hier noch die Boys trainieren. Trainer des Jahres bin ich jetzt leider nicht geworden. Ich frage mich halt nur, warum. Und Van Drongelen verkaufen wir sicher nicht. Sicher nicht, auch wenn die 10,5 Millionen lecker wären und uns helfen würden. Aber nee, Brudi, das ist so ein, ja, so ein Stammspieler, den gibt man nicht ab. Aber Holtby, 28, ja, gebe ich nicht ab, nee. Hand hätte ich jetzt gesagt, ja, auch wenn er extrem ist, aber der könnte jetzt noch was sein. Und da ist Kubo auf die 72 gekommen, unser kleiner japanischer Mann, Alter, was ist los? Oh Gott, und da kommt schon wieder Manchester United. Was haben die gekauft? Kimpembe, holy moly. Und da habe ich es gerade noch gesagt, Transferangebot für Hand, 5,6 Millionen bieten sie, 5,8 kann ich maximal verlangen. Also eigentlich sollte ich es schon annehmen, für den 32-Jährigen noch fast 6 Millionen bekommen, sollte man eigentlich schon annehmen. Das, ja, das kann man schon machen. Um einem Menschen zu helfen, dass er nicht abgeschoben wird, gehen sie so radikal dran und verletzen noch andere Menschen dabei. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Vertrag von Pierre-Mikkel Lasogga bald ausläuft und dass der erste FC Nürnberg offenbar mit einem Vorvertrag an ihn herangetreten ist. Die Entscheidung liegt nun also bei Lasogga. Er kann einfach nach Ablauf seines Vertrages beim ersten FC Nürnberg einsteigen. Wenn Sie ihn halten möchten, sollten Sie schnellstmöglich eine Vertragsverlängerung vereinbaren. Mit besten Grüßen, Ihr Geschäftsführer. Theoretisch können wir ihn machen lassen, er ist alt genug. Er hätte bei uns eh nur halt ein Jahr verlängert. Mal schauen. Ich glaube, ich werde ihn einfach gehen lassen, weil bis dahin ist Arp stärker. Und wir haben wahrscheinlich sogar einen Nachwuchstypen, der gleich hinter ist. Und außerdem haben wir noch Hang Wen-chan auch noch. Also in der Stürmerposition sind wir mal abgesichert, außer wir spielen Doppelspitze irgendwann. Und Mustafi ist für 26,7 zu Ding gewechselt. Zu Rom. Okay. Und Lasogga hat sich dafür entschieden, er geht mit einem Vorvertrag zum Nürnberg. Und wir haben Hand verkauft. 3,9 Millionen haben wir ihn dafür bekommen. Du Pisser! Trikotverkauf läuft eigentlich ziemlich gut. In allen Wettbewerben sind wir noch dabei und wir sollten unsere Mittelfeldspieler oder Stürmer kaufen. Ich weiß nicht. Wir haben ziemlich viele Mittelfeldspieler und wir haben ziemlich viele im Nachwuchs auch noch, die was werden könnten. Also ich sehe da einfach keinen Nachholbedarf. Nein, doch. So, jetzt sind wir am letzten Transfertag angelangt. Wir sehen schon, ein paar Bugfehler sind auch wieder vorhanden und Ito. Ich möchte mich für die vielen Einsätze bedanken. Darüber bin ich sehr glücklich. Kein Problem, guter Junge. Mach weiter so. So, jetzt nur noch mehr 8 Stunden und Ito ist komplett zufrieden. Mit seinem kompletten Leben ist er einfach zufrieden. Das ist sehr, sehr froh, glücklich zu lesen und sehr, sehr... Also glücklich zu lesen. Bruder, was ist los mit mir? Klick ist für 22 Millionen zu Tottenham gegangen. Hier geht's aber ab im Wintertransferfenster mehr als im Sommer. Und Jatta,
geben wir aber auch gar nicht ab, weil der ist halt ein guter Backup. Und da ist der Bakker zu Valencia gewechselt, der in echt ja vor kurzem zu PSG gewechselt ist. Und jetzt schauen wir uns die Top-Transfers an. Ich habe da schon ein paar kuriose Dinger gesehen. Und da haben wir es 121 Millionen für Umtiti. Dann, ja, Real Madrid hat ordentlich in die Tasche gegriffen. Und Dortmund auch noch mit Ziyech und Alexandro. Den habe ich ja gar nicht mitbekommen im Herbst. Holy shit. Leipzig hat sich Pizzi gekauft. Okay. Rashford ist zu Juventus gegangen. Okay. Und PSG hat auch richtig fett eingekauft. Dzeko, Zielinski und die Maria feiert sogar sein Comeback. Okay. Okay, mit 30 sein Comeback bei Real Madrid feiern, muss man auch mal können. Sieht man auch nicht allen Tagen. Eine Stunde nur noch mehr, es ist nichts mehr wirklich was passiert. 500 Millionen wurden ausgegeben. Holy moly, was ist da passiert? Und wir haben die Monatsberichte hier und wir gehen in die Pressekonferenz und wir loben unsere Mannschaft. Ihr wart spitzengeil, Alter. Ihr wart spitzengeil. So, dann haben wir hier noch... ja, der ist abgesunken. Tut mir leid für dich. Und sonst? Jordan Jackson. Könnte was werden. Ich möchte halt, dass er sich noch einsteigert. Das wäre halt perfekt. Aber ich darf halt auch nicht zu lange warten. Zur Trainingsverletzung von Wang Nommenen. 7 Tage. Ist verkraftbar. Und, Kenneth nehmen wir mit. Adam nehmen wir auch mit. Und der Rest war shit. Matthias Fischer, das ist ein guter Fang gewesen. Aha, Fisch und Fang. Und Danny Decker, okay. Könnte auch was werden. Und, wo habe ich da richtig gelesen? Alexander Voss. Kannst aber weiter in der Politik bleiben. Ist okay. Das ist jetzt ziemlich random gewesen, der Name, aber nehmen wir an. Okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Was machen wir hier? Wir haben nicht wirklich einen Rechtsverteidigerersatz. Nicht wirklich. Aber ich könnte den hier machen. Was ist mit Nari? Nari kann rechter Außenverteidiger spielen. So, dann haben wir unseren Außenverteidiger schon gefunden. Und dann einfach Kubo hin. Und damit spielen wir jetzt einfach. Und ich hoffe, das schlägt ein. Denn... wie gesagt, wir müssen aufsteigen. Wir sind dabei 6. Platz. Ich mache dabei immer automatisch ersetzen, weil ich habe keinen Bock. Also der Ersatzspieler kann da einfach hinkommen, ist mir egal welcher. Und ja, dann starten wir dann gleich mal ins Spiel rein. So, gegen Bielefeld. Und Kuba hat getroffen. Es war eine gute Entscheidung, den Mann wieder reinzugeben nach einem Aussetzungsspiel. Und eine Trainingsverletzung schon. Ach gut. Also, noch immer die von Fang Nommen, ne? So, weil Fang Nommen jetzt draußen ist, können wir einen anderen reinsetzen. Und ich glaube, ich werde einfach Ito werde ich eher reinsetzen, weil wir brauchen halt auch einen anderen linken Flügel. Sonst ist unsere rechte Seite stärker als die linke Seite. Und dann sind wir komplett am Arsch, wenn wir darüber angreifbar sind. Dürfen wir nicht. Aber wir sind schon Vierter. Durch einen Sieg. Sind wir schon Vierter geworden. Jetzt sind wir wieder Fünfter. Geil. Wir haben aber auch ein Spiel nach Spiel. Also, kein Problem. So, gegen Dynamo Dresden. Und 2-0 Kubo mit dem Doppelpack. Oh mein Gott, Alter. Der Typ geht aber richtig ab wie ein Zapfall. So, jetzt gegen Heidenheim. Und wieder 2 Tore Kubo und 1 Tor Neri. Alter, come on. Das ist das, was ich sehen will. Taktische Meisterleistung von mir, wenn ich das mal sagen kann. Holy shit. Ich hab's ja gesagt, ich mache realistischere Transfers, auch wenn Kubo jetzt in echt zu Real gegangen ist, aber man, HSV hätte das Geld dafür, ihn zu holen, ne? Sagen wir es mal so. Das meine ich mit realistisch. Und ist schon gut, dass wir den geholt haben. Weil der rasiert jetzt komplett. Ich sag's euch, der wird aufsteigen. Ah, Mangala, aber wieder Nare. Das war gut, dass ich den da hinten hingesetzt habe. Der fühlt sich anscheinend dort wohl. So, dann nochmal haben wir ein wirklich gutes Training. Also kein D oder F diesmal. Das schlechteste war Kubo mit C.
Okay, nehm ich mit. Und wir haben wieder Scouting-Berichte und Danny Decker. Aber wir müssen jetzt langsam John Jackson einholen. Und da sind wieder so viele, ja, ins Profiteam übernehmen. Da sind so viele weg, Alter. Ethan, warum? Matthias, warum? Und Adam, warum? Nein. Aber Lukas, boah, das ist ein Typ, den nehmen wir mit, ne? Der kann richtig gut werden. Jetzt habe ich mich verdrückt. Okay, Peter Schulze nehmen wir auch mit. Jetzt bin ich komplett verwirrt gewesen. Moritz Krause und Christoph Fischer. Nee, die diesmal nicht. Ich habe den Bruder gehabt, der war scheiße auf einmal. Nee. So, die ganzen News, Leistungsträger der Woche, sehr viel Heidenheim und sehr viel Hamburger. Kubo hat sich den Spieler des Monats Award bekommen und wir sind weiterhin auf der Siegerstraße. Sehr, sehr gute Nachrichten auf jeden Fall. Und Pressekonferenz. Nehmen wir teil. Come on, nehmen wir teil. Und wir verunsichern St. Pauli. So, aber wir sind schon zweiter Platz dabei. Also, holy shit. Und ich meine, St. Pauli, du bist Elfter. Was willst du machen, Alter? So, Arp ist mittlerweile auch auf eine 74, wer es nicht mitbekommen hat. Also mal Real Talk jetzt am Rande, während der Folge Real Talk am Rande. Ich hätte Bale zum Beispiel schon komplett rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, was der Typ da noch dort macht. Keine Ahnung. Also ich hätte so Leute wie Bale oder Neymar schon komplett rausgeschmissen vom Verein. Aber das ist meine Meinung, schreibt gerne eure Meinung dahinter, aber ja. Sachlich bleiben, weil ihr es habt es schon vielleicht gesehen, aber es gibt so ein kleines Feld. Ey, sei freundlich in den Kommentaren. Wenn nicht, dann muss der YouTuber die Kommentare, den blöden Kommentar löschen oder den Nutzer melden. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich von YouTube richtig eine Cockschelle verpasst. Also reißt euch zusammen. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer ein Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. So, und du gegen Darmstadt, Doppelpack von Nery, also ja, der hilft uns dabei richtig gut. Wir sind nur mit 3 Punkte hinter Köln. Das heißt, sie müssen nur einmal patzen und wir sind gleich. Wir sind auf Gleichstand. Einmal patzen Köln. Einmal. Wir haben noch so viele Spiele vor uns. Einmal patzen, das wäre sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir trainieren noch einmal. Und da geht Janicic nach oben. Ab ist eine 75 geworden. Ito haben wir sogar noch auf eine 72 gebracht. Ne? Und wir sind wirklich halt nur 3 Punkte dahinter. Und David plant Hamburg-Abflug. Who the fuck are you? Fiji plant diese Saison nicht mit Jonas zu planen. Der Mittelfeldspieler defensiv hat meistens Spiele auf der Tribüne verbracht. Es ist kein Geheimnis, dass ich mehr spielen möchte. Und der Trainer weiß das. Ich kenne dich nicht mal, sorry. Ja, schön. Und Hand kann sich bei Gruß Azul nicht richtig einleben. Ich schaue ja nicht gern zurück, aber in diesem Fall wäre es vielleicht besser gewesen, ne? Aber du bist sau alt und ich habe noch für dich richtig gutes Geld bekommen. Es tut mir leid. Hand. Es tut mir leid. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch diese Folge wieder gefallen hat. Ich mag irgendwie diese Karrierefolgen, ich weiß es nicht. Hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Das war's dann noch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und tschüss.